Ja, ich fange mal an. Ja, also ihr habt das vielleicht schon mitbekommen. Ich bin Christian Scholz oder auch Mr. Topf. Dort steht alles, was man dazu wissen muss. Und das Thema selbst heißt ja auf dem Zettel offene Gremieninformationssysteme. Das ist aber ja sehr lang, deswegen nenne ich es Open Data. Das gehört auch dazu, also so ein Teil, sagen wir mal, von Open Data. Das sind natürlich die Gremieninformationssysteme, ist auch ein schönes Wort. Natürlich ein Teil davon, wo Daten schlummern. Aber fangen wir mal an. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Begriff Open Data oder weiß jetzt auch nicht euer Wissensstand hier oder schon mal gehört? Okay. Ah. Das ist nicht schlecht. Ja, dann ist ja gut, dass ich jetzt nicht so mitten reinspringe. Gut, deswegen wäre die Frage erstmal, was ist eigentlich Open Data, was versteht man darunter und dann gehen wir weiter, warum macht man das und ein bisschen dann auch, wenn man das selbst machen will innerhalb der Kommune, wie kann man da vorangehen. So, also deswegen erstmal, was ist Open Data? Da gibt es jetzt so eine Schnellzusammenfassung, die sieht ungefähr so aus, also das ist die Verwaltung. Verwaltung hat traditionsgemäß dicke Wände, da kommt jetzt nicht so viel raus an die Bürger oder manchmal auch an die Politik. Man hortet also seine Daten da gerne und Open Data ist jetzt einfach das. So einfach kann man es erklären. Gibt noch ein paar Details, wie man das macht. Das heißt, Daten sollen eben an die Öffentlichkeit einfach kommen, sodass man sie auch als Bürger dann weiterverarbeiten kann. Die Details sind natürlich die Frage, was genau heißt es. Also ich habe hier mir eine Definition von Collaboratory.de genommen. Hier Open Data steht für die Öffnung von Informationen und Daten des öffentlichen Sektors für die Allgemeinheit. Und es geht natürlich jetzt, also wie man ja vielleicht weiß, in der Verwaltung gibt es sehr viele Datenbestände, von der die Verwaltung selbst manchmal gar nichts weiß oder nicht ahnt, dass es Datenbestände sind oder sowas. Und da ist die Frage, wie kann man die nutzbar machen für alle. Natürlich geht es dabei nicht um alle Daten, sondern sag mal, welche, die Sinn machen, wären hier zum Beispiel solche, also Umweltdaten, das wäre jetzt eher so eine Landessache, also das Lahnhof hat ja da ganz viel, Stadtplanung, Flächennutzungspläne könnten es sein, Bevölkerungsstatistiken, aber auch so praktische Daten wie Notdienste, wer hat wann auf, dass man die einfach abfragen kann und nicht irgendwo rumsuchen muss. Bereich Wohnen halt, Mietspiegel oder Wohngeld oder ähnliches. Der Haushalt ist natürlich auch immer gern genommen, obwohl ich persönlich den jetzt nicht als so praktisch finde, weil er natürlich sehr schwer zu verstehen ist, sind ja eigentlich die komplette Projektpalette der Stadt im Prinzip umfasst. Irgendwelche Termine, sonstige Verwaltung, da gehört dann auch Ratsinformationssystem dazu oder halt Öffnungszeiten auch einfach. Was ich letztens hatte, war zum Beispiel, wollte mich ummelden, dann war eben die Frage nach den Wartezeiten, wie lange ich denn da warten muss. Und da wäre es halt schön gewesen, wenn zum Beispiel eine Schnittstelle gegeben hätte für diese Wartezeiten, die es da in den einzelnen Stellen gibt, sodass ich dann schneller gucken kann, wann muss ich denn da hin oder wann ist weniger los, statistisch gesehen. Sowas kann man dann zum Beispiel machen. Infrastruktur, geografische Daten oder auch Polizeistatistiken, je nachdem, was es natürlich ist. Es gibt natürlich auch Daten, die will man nicht unbedingt veröffentlichen. Natürlich personenbezogene Daten, also Einwohnermeldeamt, so das Einwohnermelderegister, das gehört natürlich jetzt nicht da rein. Jetzt, wenn man jetzt außerhalb der Kommunen ein bisschen denkt, gibt es natürlich auch sicherheitsrelevante Daten. Da muss man natürlich auch gucken, was kann man da eigentlich öffentlich machen oder nicht. Und es gibt natürlich auch noch urheberrechtlich geschützte Dokumente, wobei das ein bisschen grenzwertig ist. Wenn es zum Beispiel irgendein Projekt gibt, wo es irgendwie ein Architekt eine Planung, einen Entwurf gemacht hat und der dann urheberrechtlich geschützt ist, dann ist das natürlich schon so ein Problem, wenn man darüber diskutieren will, den aber eigentlich nicht benutzen kann. Das heißt, das müsste eigentlich nochmal auch gesetzlich geklärt werden oder auch innerhalb der Kommune, dass man sich auch Nutzungsrechte und Ähnliches dann einräumen lässt, wenn man solche Dinge in Auftrag gibt. Achso, wenn Fragen sind, sofort bitte melden, ne? Dann können wir das direkt abhandeln. Wichtig dabei ist dann noch, dass es sich um Rohdaten handelt. Rohdaten bedeutet also, dass es jetzt nicht irgendwelche zusammengefassten Daten sind. Das passiert ja auch gerne, wenn eine Studie gemacht wird, zum Beispiel irgendwelche Verträglichkeitsstudien, Risikoanalysen oder ähnliches. Dann gibt es ja meist noch eine Zusammenfassung auf zwei Blättern. Das hatten wir zum Beispiel in Aachen bei der Campusbahn, da gab es sowas. Veröffentlicht wurde aber dann nur die Zusammenfassung, nicht etwa die gesamte Studie. Da habe ich nochmal nachgefragt, ob man denn auch die Studie mal haben könnte, damit man mal genau sehen kann, was die jetzt genau untersucht haben. Ging natürlich nicht, weil die urheberrechtlich geschützt war und demnach nicht rausgegeben werden konnte. Und
Das ist aber trotzdem auch da, die Rohdaten zu haben, eben, um eben zu gucken, was haben wir genau untersucht, dass ich dem Ganzen dann auch vertraue. Und natürlich auch, sagen wir, Interpretationen, die jetzt da zum Beispiel schon irgendwo drin stehen, dass ich die verifizieren kann, ob die denn auch wirklich stimmig sind oder eben nicht. Dann ist die Frage, warum will man eigentlich Open Data machen? Da gibt es mehrere Gründe, die man da anführen kann. Also erstmal sind Daten wertvoll. Manche vergleichen das mit dem Öl des 21. Jahrhunderts und keine Ahnung was. Das finde ich jetzt ein bisschen zu groß vielleicht. Aber generell ist natürlich schon, dass sie wertvoll sind. Eben wer, sag mal, Daten analysieren kann, hat natürlich einen gewissen Vorteil gegenüber demjenigen, der es eben nicht kann. Auch wer jetzt irgendwie im Rat oder sowas mal tätig ist oder als Bürger dann im Rat mal tätig ist, dann ist es ja auch meist so, dass man dann eher weniger weiß als die Leute, die da sitzen. Und das ist natürlich nicht immer so eine tolle Situation, weil die natürlich immer das dann abbügeln können. Also da ist natürlich besser auch, um jetzt bessere Vorschläge zu machen, ist es besser einfach gut informiert zu sein, und dazu braucht man natürlich Daten. Das geht dann so ein bisschen in diese Richtung, eben auch politische Teilhabe durch Transparenz, dass man eben auch weiß, was genau passiert. Darum geht es ja auch. Normalerweise kriegt man das ja als Bürger auch oftmals erst mit, wenn schon alles entschieden ist, in welchem Gremium auch immer. Das heißt, da ist es natürlich auch wichtig, vielleicht vorher schon zu wissen, was passiert eigentlich. Das geht so ein bisschen über Open Data hinaus, weil es natürlich auch so einen gewissen Willen umfasst, dann, dass man das vorher irgendwie diskutieren will. Aber es geht natürlich trotzdem um die umfassende Information des Bürgers, dass der eben auch sich fundiert dann äußern kann. Das Letzte ist dann Innovation im Wirtschaftsmotor, weil, wie gesagt, Daten sind wertvoll. Das heißt, es können natürlich auch neue Ideen für Apps oder was auch immer entstehen, die dann einen gewissen Innovationsschub auslösen oder halt eben auch neue Geschäftsgründe in der Stadt, was auch immer, nach sich ziehen. Also da kann man sich sicherlich auch Sachen ausdenken, und das sollte dem dann natürlich auch möglich sein. Ein Beispiel vielleicht hier, ist schon ein bisschen älter jetzt, das ist Open Spending, es gibt auch offenehaushalt.de. Das ist im Prinzip der Haushalt der britischen Regierung von, weiß nicht, irgendwann lange her. Die haben auch viel schönere Namen, fällt auf, Helping Others heißt es zum Beispiel hier und nicht einfach Soziales oder sowas. Oder auch, was haben wir noch hier? Our Streets oder sowas, Stadtverkehrsministerium. Gut, aber da sieht man im Prinzip, wie gesagt, Haushalt finde ich persönlich jetzt nicht ganz so das beste Beispiel immer, weil man dann ja doch immer in die einzelnen Projekte runter muss. Aber man sieht zumindest hier zum Beispiel, welche Bereiche wie viel Geld von dem gesamten Kuchen im Prinzip kriegen. Und was man hier machen kann, ist, man kann eben jeweils auf diese einzelnen Flächen draufklicken und kriegt dann wieder eine Unteransicht, wie sich das dann innerhalb zum Beispiel eines Ministeriums dann wieder aufteilt, in welche Töpfe und so weiter. Ganze kann man dann auch so ein bisschen historisch irgendwie anzeigen, dass man irgendwie sieht, welche Ministerien kriegen wann wie viel Geld. Hier hat es anscheinend was getan, dass eins irgendwie verschwunden ist und irgendein anderes dann entstanden ist und so. Also solche Sachen passieren dann eben auch. Eine Seite, die es, glaube ich, nicht mehr gibt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber was hier passiert, hier ist jemand hingegangen und hat im Prinzip diese Haushaltsdaten genommen und hat das umgerechnet auf im Prinzip die Steuern, die man zahlt. Das heißt, man kann hier sein Jahreseinkommen, also hier alles im Pfund irgendwie angeben, so grob, und dann kommt hier raus, wie viel Steuern man im Prinzip pro Jahr und dann auch pro Tag zahlt. Und dann kann man hier sehen, wie sich das pro Tag aufteilt. Also dass man hier 8,35 Pfund für Gesundheit ausgibt und 15,34 Pfund für Helping Others und so weiter. Das heißt, man sieht dann auch so ein bisschen plastischer, wofür eigentlich das Geld jetzt drauf geht, was man da dem Staat abdrückt. Das, soweit ich weiß, auf Basis der Haushaltsdaten. Also das kann man ja dann umrechnen im Prinzip auf die Bürger. Und das macht es halt ein bisschen plastischer irgendwie, dass jetzt nicht nur, oh, der doofe Staat will mein Geld haben, sondern das geht tatsächlich wird für irgendwas Sinnvolles hoffentlich ausgegeben. Zum Beispiel hier nichts für Research. Dann, was wir gemacht haben in Aachen, ist so die Baustellen mal gezeigt. Das heißt, das kann natürlich dann auch als App, das müssen wir nochmal machen, sinnvoll sein, dass man eben sieht, wo sind gerade Baustellen in Aachen oder auch in anderen Städten. Das greift ein System ab, was immerhin die Stadt da mal geschaffen hat, wo es dann auch eine Schnittstelle zu gibt, wo ich also wirklich hingehen kann und abfragen kann, welche Baustellen gibt es denn heute so und wie lange laufen die und Ähnliches. Und dann kann man
kann man sich eben pro Baustelle dann auch noch anzeigen lassen, so die Details, wer baut da gerade, was wird da gemacht und bis wann läuft das denn ungefähr noch. Ja, also unten drunter ist OpenStreetMap, so eine Mapbox nutzen wir, aber ist ja auch OpenStreetMap. Aber das, aber ich meine, welche Karte man auch immer dann nehmen will, aber OpenStreetMap bietet sich ja da an. Und das kann man sich natürlich auch vorstellen, dass es für irgendwelche Touristik-Apps oder was auch immer oder auch Navigations-Apps dann natürlich auch interessant wird, solche Daten zu haben, dass man eben weiß, hier sind Baustellen, dann kann ich den direkt drumherum lotsen. So, dann ist die Frage, wie geht Open Data? Ich glaube, wir haben auch noch ganz viel Zeit nachher, weil ich glaube, ich nicht 2 Stunden einen Vortrag habe. Nur. Und zwar ist da halt eben die Frage nach dem Paradigmenwechsel. Also im Moment ist es, wie man am Anfang gesehen hat, erstmal so der Default, alles ist geheim. Also wir ermitteln zwar irgendwelche Datenbestände in der Verwaltung, aber die geben wir jetzt erstmal nicht raus. Das heißt, das ist im Moment der Status quo oftmals noch. Und das kann man dann oder müsste man eigentlich umdrehen, dass erstmal per Default alles öffentlich ist und man dann aber die Ausnahmen begründen muss. Im Moment muss man halt die Ausnahmen begründen, wenn etwas öffentlich sein soll. Und das müsste man im Prinzip umdrehen. Also wenn es jetzt Einwohnermeldedaten sind, dann ist das natürlich eine Ausnahme. Aber die meisten Daten werden wahrscheinlich jetzt eher nicht so kritisch sein, als dass man sie nicht veröffentlichen könnte. Es gibt da ja auch Transparenzgesetze, das wird ja auch in NRW irgendwie diskutiert. Da könnt ihr auch den Herrn Bock da nochmal fragen, der kann da ganz viel zu ranten, glaube ich, wie das da abläuft. Aber in Hamburg gibt es das zum Beispiel, da ist das eher umgedreht. Das heißt, da muss man veröffentlichen, also ist da nicht so eine freiwillige Sache. Weiß ich aber jetzt auch nicht, wie genau der Stand da ist, weil wenn man da nicht wohnt, dann kriegt man das nicht so sehr mit. Eine andere Sache ist dann private Nutzung versus freie Nutzung. Im Grunde ist es eben auch so, wenn man zum Beispiel Informationsfreiheitsgesetz gibt es ja zum Beispiel, da kann man den Staat oder Kommune was auch immer anfragen, ich will die und die Daten haben und dann müssen die gegebenenfalls liefern. Aber die liefern das auch erstmal nur zur privaten Nutzung. Ich darf das dann nicht etwa weiter veröffentlichen, je nachdem, was sie dazu schreiben. Aber das ist sozusagen der Default und auch das müsste sich im Prinzip umdrehen, dass es dann eben auch die freie Nutzung ermöglicht wird, dass ich die Daten auch weiterverarbeiten kann und somit auch einen Mehrwert schaffen kann. Anfragen? IFG-Anfragen, ne? Genau. Aber ich habe jetzt, also bei Frag den Staat sind die jetzt zum Beispiel auch öffentlich. Ja, aber ich glaube, da gab es auch ein paar Diskussionen. Also das, also per Default ist es erstmal nicht so. Also das, okay, weil ich habe mich gestern mal veröffentlicht und frage mich jetzt, ob was da für Konsequenzen. Ja, wahrscheinlich keine jetzt, aber also erstmal, es steht halt nicht so direkt drin, dass sie dann für alle verfügbar sind. Also Frag den Staat ist genau aus dem Grund ja auch mit entstanden, damit das ein bisschen öffentlicher wird. Und ich meine, es macht ja auch Sinn, dass sich jeder dasselbe fragt. Aber generell findet da ja auch ein Umdenken statt. Es gibt ja jetzt auch inzwischen Open Data Initiativen von Bund, Land und so weiter. Das heißt, das öffnet sich inzwischen alles und Transparenzgesetze, wie gesagt, werden zumindest diskutiert, sind aber eben je nach Land noch nicht so weit. Ja, das geht ja an allen Stellen im Prinzip. Aber wie gesagt, es gibt halt keine Lizenz dazu. Das ist eben die Sache, es steht eben nicht so im Prinzip drunter, was man damit machen darf, weil die meist keine Lizenz haben. Dazu kommen wir auch gleich noch zu den Lizenzfragen, weil auch das geklärt werden muss, was darf ich überhaupt mit den Daten machen und was erlaubt mir die Stadt oder die Stelle mit den Daten dann zu machen. Weitere Sache, die jetzt noch sehr praktisch wäre, ist, wenn die Daten, die dann kommen, maschinenlesbar sind. Das ist jetzt für den Bürger selbst vielleicht erstmal nicht so interessant, aber wenn es jetzt Programmierer gibt, die das nutzen wollen, dann wollen die das lieber in maschinenlesbar haben. Maschinenlesbar heißt im Prinzip, wenn wir das hier mal angucken, das ist jetzt hier so ein Tagesordnungspunkt des Bürgerforums, also vom Ratsinformationssystem in Aachen. Und wenn jetzt so ein Computer ankommt und sich das hier anschaut, dann sieht er erstmal nur Zeichen und weiß aber nicht, was sie alle bedeuten. Deswegen, das wäre praktischer, wenn es in, sagen wir mal, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, in so einem einfachen Format geht, wo man klar ist, gibt Zeile mit Feldnamen und hinten der Wert und so und das alles untereinander. Und das kann so ein Computer dann einfacher verarbeiten. Das heißt, man bräuchte an sich noch eine zweite Version dieser Daten in maschinenlesbarer Version. Die gibt es sogar oftmals auch, die ist dann nur irgendwie versteckt und gilt es dann zu finden. Aber das ist natürlich auch Teil so einer Open-Data-Strategie von einer Stadt oder Ähnlichem, dass sie das dann auch bereitstellen. Wie gesagt, bei den Baustellen zum Beispiel gab es ein PDF mit den Baustellen zunächst, wo die alle drin standen.
Und die konnte man jetzt schlecht automatisiert auf so eine Karte packen. Das wurde dann durch Abtippen gemacht, weil auch das Format immer anders war und so. Ne? Es war halt auch, sag mal, nicht maschinell erstellt. Das heißt, das Format war dann auch immer mal so und mal so. Und was die eben gemacht haben, ist, die haben dann nachher eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt, wo man wirklich abfragen kann, von dann bis dann, welche Baustellen gibt es. Und dann kommen die in einem definierten Format zurück, die ich dann in meine eigene Datenbank übernehmen kann. Und da ist dann der Sinn des Ganzen eben, dass es dann hoffentlich genug Programmierer und Entwickler gibt in der Stadt oder Land, wo auch immer, die sozusagen diese Übersetzungsaufgabe übernehmen und die dann auch versuchen, die Daten, die vielleicht in nicht so verständlicher Form bei der Stadt da sind, in verständlicher Form aufzubereiten. Ups. So, dann kommen wir zu den Lizenzen. Wie schon gesagt, also normalerweise, wenn man jetzt beim Ratsinformationssystem zum Beispiel in Aachen schaut und da aufs Impressum schaut und mal guckt, darf ich überhaupt die Daten, die da drin stehen, irgendwie benutzen, dann verweist das eigentlich nur auf das Impressum von aachen.de, wo jetzt aber nur steht All Rights Reserved, ne? Also gehört alles uns. Das heißt, man darf sie theoretisch nicht nutzen. Das ist jetzt rechtlich so ein bisschen fraglich, ob das für diese Daten so gilt, weil die haben wahrscheinlich einfach nur den Link gesetzt auf ein bestehendes Impressum. Aber wobei es bei Open Data dann eben auch geht, ist, dass man diese Daten auch zur Nutzung freigibt. Wie am Anfang schon gesagt, wenn man will, dass da auch neue Wirtschaftszweige durch entstehen oder ähnliches, dann muss man natürlich die Daten auch irgendwie frei nutzbar halten. Das heißt, so kann man das dann auch sagen. Veröffentlichte Daten sind grundsätzlich von jedermann für jegliche Zwecke, auch kommerzielle, ohne Einschränkung kostenfrei nutzbar. Das umfasst ausdrücklich das Recht der Weiterverarbeitung und Weiterverbreitung der Daten. Weil wenn ich zum Beispiel ein besseres Ratsinformationssystem schreiben will, weil die bestehenden sind vielleicht nicht so toll, also ich finde sie zumindest nicht so toll, dann muss ich natürlich die Daten nehmen können und sie in mein System irgendwie dann einarbeiten können. Und dazu wäre es halt gut, wenn es eine Lizenz gibt. Da gibt es inzwischen auch eine Datenlizenz Deutschland, die hat der Bund entwickelt. Das ist, glaube ich, auch Version 2, genau. Version 1 war noch ein bisschen komisch. Ich glaube, Version 2 ist jetzt okay. Ich werde den Link auch nochmal irgendwo hinschicken. Ansonsten ist es, glaube ich, daten.bund.de oder sowas. Irgendwas. Ja, ich gucke nochmal nach. Auf jeden Fall, hier steht es genau drin im Prinzip. Jede Nutzung ist blablabla zulässig, dürfen für kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung, insbesondere hier noch so ein paar Beispiele, genutzt werden, müsste vielleicht auch noch stehen, also eingebunden werden. Und der zweite Punkt hier bezieht sich dann nur auf den Quellenvermerk. Das ist halt das, was man am meisten haben will, dass sich eben noch ein Verweis auf die Quelle dieser Daten dort befindet. Das ist sinnvoll, damit man eben, falls man die Daten vielleicht dann verändert hat oder ähnliches oder jemand sie böswillig in Anführungszeichen verändert hat, dass man zumindest auch nachgucken kann, stimmt das denn alles, indem ich eben auf die Originalquelle verlinke. Ja, und hier steht eben noch, wenn man es verändert, bearbeitet und so weiter hat, dann muss man das eben beim Quellenvermerk auch angeben, dass man da noch irgendwie was weiterverarbeitet hat. Das hat sich alles in den letzten paar Jahren so ein bisschen entwickelt. Deswegen kurz noch, was sich so sonst noch tut in den Bereichen. Also hier haben wir es zum Beispiel, GovData ist, also govdata.de, glaube ich, ist eben diese Site, wo man auch die Lizenz dann finden würde. Das ist das Datenportal des Bundes. Das heißt, da stellt der Bund allerlei Daten ein. Das ist halt auch so eine Entwicklung, dass es eben dann Datenportale gibt, wo dann im Prinzip sind das Verzeichnisse von Datenbeständen und wo man die findet, kategorisiert mit Schlagworten und Ähnlichem, sodass man eben gucken kann, ich suche eine Statistik von XYZ und kann dann danach suchen und finde hoffentlich irgendwelche Datenbestände dazu. Das Ganze gibt es dann auch auf Landesebene, das nennt sich Open NRW. Da tut sich leider jetzt nicht so viel, außer dass viel, viel an Pressearbeit, glaube ich, gemacht wird, sodass man dann an anderen Städten fragt, was die so machen. Aber ich würde trotzdem sagen, immerhin ist es ein Fortschritt verglichen mit vor 5 Jahren oder so, aber es ist halt noch weit entfernt von toll. Aber wie gesagt, klein beginnt das hier alles und in 20 Jahren ist es bestimmt alles toll. Dann einer der Vorreiter in NRW zumindest ist die Stadt Moers, insbesondere der Klaus Arndt, der da tätig ist. Der ist Verwaltungsmitarbeiter da und der hat das im Prinzip aus der Verwaltung rausgeboren. Und kann jetzt hier schlecht durchscrollen, aber wie man sieht, gibt es zumindest hier sehr viele Kategorien, wo es auch Daten hinter gibt.
Und das Gute bei ihm ist, wenn man irgendeine Frage hat, nutzt natürlich jetzt mehr Leute, die jetzt so in Moers wohnen, wenn man eine Frage hat und irgendwelche Daten braucht, was da die Öffnungszeiten der VHS oder was auch immer, dann sind die meist innerhalb von einem Tag oder so da, je nachdem, was es für Daten sind. Also der ist ja recht aktiv. Also wenn man auf Twitter nachfragt, dann ist das irgendwie direkt hier, sind schon da oder arbeite ich dran und dann ist es da. Und das ist die Idealsituation eigentlich. Also wie gesagt, er ist so einer der besten Leute, wahrscheinlich sogar in Deutschland, die sich darum kümmern. Zeigt aber auch, dass es sinnvoll ist, jemanden in der Verwaltung zu haben, den das Thema interessiert, weil dann passiert was. Wenn es jetzt Politik oder Bürger sind, passiert jetzt eher nicht so viel, weil die Verwaltung muss ja irgendwas tun. Ich kann noch mal zum Vergleich Aachen zeigen. Wir haben auch ein Open Data Portal. Wir haben auch 12 Datensätze. Und da sind auch jetzt nicht so viele hinzugekommen in den letzten halben Jahren, in dem das online war. Also das heißt, da tut es eben nicht so viel. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum die das machen. Ich habe natürlich viel gemeckert, habe aber irgendwann aufgehört. Und irgendwann gab es dann dieses Datenportal mit diesen 12 Datensätzen. Aber wie gesagt, warum die das jetzt genau machen, das mag jetzt ein bisschen politischer Druck noch bei sein, aber es ist jetzt eher so eine Alibi-Veranstaltung, würde ich mal sagen, dass man sowas hat. Dann kommen wir jetzt zu den Gremieninformationssystemen, genauer gesagt, weil wir ja kommunal hier sind, wahrscheinlich eher Ratsinformationssysteme. Ich weiß jetzt nicht, ob eure Ratsinformationssysteme toll sind. Wer hat ein super tolles Ratsinformationssystem? Okay. Ja, wo ihr sagt, ich brauche nichts Besseres, oder? Ich finde alles, was ich finden will, auf einfache Weise. Ich sag mal so mittelprächtig bei uns. Also, das wäre welche Stadt? Duisburg. Für mich, also zumindest findet das man schon mal nach Dateinamen. Och, ja. Also wenn man die Einladung bekommt, kommt dann die Vorlage, findest du sowieso. Und wenn man dann dieses DS weglässt, das Minus weglässt, sondern nur die 1405 meinetwegen, dann kommt auch das entsprechende PDF-Dokument und Verwandte. Gut, aber das ist jetzt ja eher schon so ein Expertenanwendungsfall, glaube ich. Also weil der Bürger sucht ja nicht so danach direkt. Ich suche ja eigentlich nach Rheinhausen und dann nehme ich Rheinhausen eigentlich alles Mögliche. Ich gehe mal davon aus, ich habe mich auch mal als einfacher Bürger auf diesen Ratsinformations in Duisburg umgetan, wenn man weiß, wonach man sucht. Ja. Kommt man damit auch weiter. Nur man muss es genau wissen, weil die Dateinamen sind. Also das meine ich aber so ein bisschen. Was super besser wäre, auch in Schaffburg, die Mitarbeiterinnen schreiben zwar immer schön die Protokolle und machen das auch im öffentlichen Bürgerportal, aber jedes Dokument hat den Dateinamen, Dokumentnummer sowieso. Und wenn man sich die runterlädt, dann lädt man 15 Mal dasselbe Dokument runter. Ich habe 16 Mal gebraucht, bis ich das kapiert habe, dass ich immer dasselbe Dokument geschrieben habe. Ja, solche Probleme haben die alle. Also bei uns ist es so, wenn man Links. Wir haben so einen temporären Link, der generiert wird für PDFs. Und wenn man den nach 10 Minuten aufruft, gibt es halt kein PDF mehr. Jemand hat schon mal eine tolle Recherche gemacht. Ich habe alles zusammengesucht, hier hat die rumgeschickt und dann ja, geht ja kein Link. So ist das bei uns. Mitarbeiterin braucht nur immer einen anderen Dateinamen. Ja, ja. Irgendwo lernt man das in meiner Schule. Ne? Klar, wir müssen das eigentlich auch nur runterladen und dann woanders hinlegen, dann ging es auch. Aber was? Wir haben in Köln jetzt eine Anfrage auch dazu gemacht, weil wir halt auch dieses Problem haben. Das ist zum Beispiel in München nicht der Fall und auch in Düsseldorf. Da kann man nämlich Links verschicken, also Vorlagen verschicken per Link. Düsseldorf. Das kannst du halt in Essen kann man das auch, aber bei uns in Köln kann man das halt nicht. Und was halt auch ganz interessant ist halt in dem Zusammenhang, war ein bisschen zu spät. München Transparent hast du wahrscheinlich schon. Nee, habe jetzt nicht alle Städte hier. Bei München Transparent hat zum Beispiel eine E-Mail-Funktion, dass du halt aktuelle Dokumente oder Dokumente zu deinem Ausschuss nur bekommst. Und das wäre natürlich perfekt. Ne? Auch Bürger können abonnieren, eingeben, ich hätte gerne jeden Tag die neuesten Vorlagen zum Schulausschuss und würde dann die bekommen. Das wäre natürlich fantastisch. Ne? Okay, ich muss das nochmal kurz zusammenfassen. In andere Stellen sind weiter, weil das Mikro da vorne das wahrscheinlich nicht schafft. Aber also generell, ich meine, der Tenor ist ja, man kann es besser machen. Und deswegen geht es ja auch darum, Ratsinformationssysteme, sagen wir, offener zu gestalten, sodass nicht die Hersteller das notwendigerweise machen müssen, sondern es halt Leute machen,
können, die daran Interesse haben und vielleicht auch neue Ideen einbringen. Weil das Problem bei Rats- und Informationssystemen ist auch, dass sie meist aus den Verwaltungen geboren werden und auch irgendwelche Verwaltungsmitarbeiter vielleicht Firmen gründen, die dann sowas herstellen und die denken dann sehr aus der Verwaltung raus. Meist wird dann eben nur in Tagesordnungen gedacht, also zumindest bei Alris ist es ja so, also man packt alles in Tagesordnungen, aber wenn es jetzt ein Projekt wie Campusbahn in Aachen gibt oder so, dann ist das ja vielleicht nur, nicht nur eine Vorlage, sondern irgendwie 10, 20 und die sind aber nie zusammengefasst. Oder wenn man nach runder Tisch IT sucht, findet man auch nichts, weil es 120 runde Tische gibt und er alle runde Tische dann findet. Also solche Probleme gibt es dann eben. Und aus diesem Grund wurden halt, haben Leute angefangen, wie zum Beispiel in Köln, Marian Steinbach, hier offenes Köln zum Beispiel zu machen und dort alle Daten sozusagen aus dem System heraus zu parsen. Wobei es eben keine Schnittstelle gibt, es ist nichts maschinenlesbar. Also alles, was hier passiert ist, er guckt sich die Webseite an und errät sozusagen, wo was steht und fügt das dann in seine Datenbank ein. Also relativ kompliziert. Funktioniert dann aber irgendwann, solange sich das Layout der Seite nicht ändert zumindest. Und hat es dann eben gemacht, dass er das Ganze auf einer Karte eben darstellen konnte, was schon mal ein gewisser Mehrwert sogar auch für die Ratsmitglieder war, dass sie eben sehen können, das ist in meinem Bereich überhaupt los, weil das war halt so schlecht zu visualisieren. Das heißt, es hat auch schon ein Prinzip für alle einen Mehrwert gebracht. Man kann natürlich immer noch mehr machen. Das Ganze ist inzwischen so ein bisschen aufgegangen in politikbeiuns.de von Ernesto Ruge, der betreibt das, glaube ich, hauptsächlich. Der hat eben das genommen und auf andere Städte, hier vor allem auch im Ruhrgebiet, angewandt, wo es dann eben auch möglich ist, ich habe hier mal nach Ersterhagen hier gesucht in Essen, dann sieht man da unten auch, wo das ungefähr ist und dann würde man halt auch alle Vorlagen bekommen, die eben dort verlinkt sind. Problem dabei ist natürlich noch, dass die Verwaltung normalerweise keine Längen und Breiten gerade da eingibt, wo denn jetzt etwas genau ist. Deswegen ist auch hier noch so ein gewisses Problem, dass man eben erstmal rausfinden muss als Programmierer, wenn ich jetzt so eine Vorlage bekomme, wo packe ich das dann überhaupt auf der Karte drauf? Das machen wir zum Beispiel auch in Aachen und da ist halt der einzige Trick, den man da machen kann, nach Straßennamen zu suchen. Man baut eine Straßenliste der Stadt und guckt danach, kommt das vor in der Vorlage und dann setzt man das eben auf die Straße drauf, wenn es denn vorkommt. Wenn es eine lange Straße ist, wird es natürlich ein bisschen schwieriger. So sieht das dann in Aachen aus. Hier läuft das so, also unter AC, vielleicht kurz nochmal erklärt, ist jetzt auch nichts von der Stadt. Das ist hier, wie da steht, von der Stiftung Kati Beiß. Das ist so eine Stiftung, die sich eben um auch die Weiterentwicklung, Zukunftsszenarien und Ähnliches für die Stadt und die Region dann kümmert. Und die hatten die Idee, so auch ein Mitmachportal zu machen und dieses Mitmachportal aber auch zu ergänzen mit eben Ratsinformationssystemen, jetzt auch nicht nur von Aachen, sondern auch von der Städteregion, diese einzubinden. Das heißt, da gibt es ja verschiedene Städte hier. Also hier sieht man ja, also Aachen wäre jetzt, wo ist Aachen? Hier. Und drumherum gibt es halt noch Eschweiler, Stolberg, keine Ahnung was alles. Und da geht es eben darum, die alle darzustellen. Und wir haben eben da ein bisschen geholfen, indem wir diese Schnittstelle eben von diesem Ratsinformationssystem hin zu unser AC entwickelt haben. Und auch da ging es eben darum, die dann auf der Karte entsprechend darzustellen. Was sie eben noch haben, ist jetzt auch noch ein Vereinsregister und Terminliste und Ähnliches, sodass halt die Idee war, halt möglichst alles auf einem Fleck zu haben. Aber auch da muss man sagen, also das Problem ist, wie gesagt, man muss diese Ratsinformationssysteme manuell im Prinzip auslesen und jedes ist wieder anders. Das heißt, es ist relativ viel Arbeit, das alles unter einen Hut zu bekommen. Deswegen ist die Frage nach einem Standard, also wäre schön, wenn alle sozusagen eine Schnittstelle haben, die immer gleich aussieht, wo ich dann nur sagen muss, okay, ich gehe jetzt auch die an das Ratsinformationssystem und kann dieselben Daten da rausholen, weiß sofort, was ich damit machen muss. Und diesen Standard, sagen wir mal, der ist auch in der Mache. Der nennt sich OPAL, also Open Parliament heißt es mal. Ist schon relativ lange in der Mache, muss man sagen. Ich bin jetzt auch leider nicht so ganz im Bilde, was jetzt der Stand ist, weil es eben sich auch lange verzögert hat, weil Marian Steinbach hat das zum Beispiel auch mit begründet. Der ist dann leider da, sag mal, hat glaube ich irgendeinen Job bekommen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist er jetzt da nicht mehr aktiv und dann lag es so ein bisschen brach, glaube ich. Und inzwischen ist es aber auch wieder bisschen aktiver geworden, aber die Idee dahinter ist dann, und da haben sich dann auch die größeren Hersteller von Ratsinformationssystemen zusammengeschlossen und gesagt, wir wollen das unterstützen, wir wollen alle einen Standard entwickeln und würden den auch implementieren. Und da sind die wohl anscheinend gerade bei.
Und dann ist es eigentlich nur noch die Frage, dass die Stadt das dann beauftragt, dass diese Schnittstelle dann irgendwie auch bei Ihnen implementiert wird. Wie gesagt, da muss man gucken, wann das genau beginnt, aber das ist, sagen wir mal, die Hoffnung, dass man dann irgendwann hingehen kann und einfach nur noch ein Projekt braucht, was man da dranhängt, wo man die Daten automatisiert aus dem Ratsinformationssystem rausholen kann und wo man dann eben auch weitere Möglichkeiten entwickeln kann, diese Daten besser aufzubereiten. Wie zum Beispiel ein Dossier zu machen, nochmal Beispiel Campusbahn, dass dann alle Verläufe oder alle Vorlagen und Ähnliches dann in diesem Dossier dann zusammengefasst sind, sodass man als Bürger relativ einfach sehen kann, dass es alles passiert, ohne groß suchen zu müssen. So, dann ist noch die Frage, wie beginnt man das? Ich hatte das schon mal erwähnt, also am besten ist, aus der Verwaltung heraus das zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr alle so positioniert seid, ob jetzt Verwaltung oder im Rat oder nur Bürger. Wenn ihr Verwaltung seid, dann ist das eure Aufgabe. Weil das Problem ist halt, also wenn es jetzt vom Bürger auskommt, ist natürlich am schwierigsten. Da muss man erstmal Leute finden, die dann, sagen wir mal, das auch unterstützen. Ich weiß aus Aachen, wenn man das dann über die Politik macht, da gibt es dann ja durchaus Leute und ich meine, Piraten sind ja da auch dran interessiert normalerweise, das dann zu machen, aber in Aachen war es auch SPD und so. Problem ist dann eben nur, wenn es eben in der Verwaltung keinen gibt, der das jetzt sozusagen lebt, dann ist das eben, sind es eben 12 Datensätze. Dann haben wir das gemacht, dann haben wir es abgehakt und alles andere ist dann halt viel Arbeit. Also es gilt da eben jemanden zu finden. Wie gesagt, Klaus Arndt in Moers ist jemand, der das dann gut macht. Den kann man auch immer gut fragen, wie man das denn angeht. Er hat zumindest Ahnung, wie man das auch in der Verwaltung verkauft. Aber normalerweise ist es auch so, dass es jetzt, glaube ich, auch keine großen Hindernisse gibt, wenn es denn jemand machen will, weil es einfach viele nicht so sehr interessiert. Ne, deswegen kümmert sich Politik vielleicht auch nicht unbedingt so sehr darum, weil es da auch nicht so wichtig erscheint. Und in der Verwaltung ist es halt dann ähnlich. Dann gibt es noch die Open Knowledge Foundation, die hat ein Code for Germany Programm und da gibt es die sogenannten OK Labs, die kann man nochmal ansprechen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie die da, ob die irgendwie unterstützt werden. Die Idee ist auf jeden Fall da, Programmierer, Designer und Ähnliche in einer Stadt zusammenzukriegen, die sich regelmäßig treffen und auch daran arbeiten, dass diese Daten dann auch irgendwie visualisiert werden oder Ähnliches. Das heißt, es geht da mehr darum, auch von unten heraus das zu machen. Und das ist auch das, was wir in Aachen im Prinzip nachher gemacht haben, dass wir eben hingegangen haben und jetzt nicht auf irgendeine Verwaltung oder so gewartet haben, bis die das irgendwann mal macht. Also ich habe da 3 Jahre lang irgendwie Stadtrat rumdiskutiert mit denen, aber das bringt halt nichts. Und deswegen haben wir halt einfach angefangen und haben halt die Daten so aus dem Ratsinformationssystem rausgeholt und dann selbst weiterverarbeitet, als darauf zu warten, dass die dann irgendwann mal in die Pötte kommen. Das Gute daran ist übrigens dann auch, dass sie mal ein Beispiel haben und sehen, was man damit machen kann, weil das ist sonst auch sehr abstrakt. Irgendwer will was mit den Daten machen, dann haben die erstmal Angst. Ne, das sind ja unsere Daten, jemand will da irgendwas mit machen, das ist nicht gut. Und wenn man mal zeigt, dass es halt doch gut ist, dann ist vielleicht der Damm auch eventuell ein bisschen gebrochen. Ne, es gibt natürlich jetzt auch mehr und mehr Beispiele, was damit passiert. Das war halt vor ein paar Jahren auch noch ein bisschen schwieriger zu finden, weil es eben keine Daten gab. Was ja auch gern gemacht wird, ist jetzt, wie man eben sieht, ein Datenportal zu bauen. Das ist teilweise dann aber auch was teurer wieder, weil das ja irgendwer für die dann machen muss. Das muss man aber eigentlich ja gar nicht machen, gerade wenn man jetzt erstmal wenig Datensätze hat. Man hat ja eine Webseite normalerweise, da kann man auch eine Unterseite machen und das da hinlegen. Und das sind ja nur Links auf Datenbestände. Und da muss man jetzt kein extra Portal hochziehen, sondern es reicht halt im Zweiten auch ein Blog oder Ähnliches. Nur halt, um auch die Kosten gering zu halten. Dann war immer die Frage, welche Lizenz nutzt man? Da gibt es natürlich irgendwie Puristen, die jetzt sagen, man muss die und jene Lizenz nutzen. Generell für eine Verwaltung ist aber gut, dass man ihnen sagt, ihr könnt die Deutschland-Lizenz nutzen, weil die kommt vom Bund und dem Bund vertraut man. Wenn es jetzt irgendeine andere, tollere Lizenz ist, dann kennt man die erstmal nicht, kennt die Stelle nicht, die irgendwie hergestellt hat. Aber wenn sie halt vom Bund kommt, dann muss das ja gut sein. Die haben das getestet und geprüft, also kann man die nutzen. Also dann sind die Barrieren auch wieder geringer, da irgendwas zu machen. Kommen wir auch schon langsam zum Schluss. Dann ist natürlich offene Gremien, das ist natürlich jetzt nicht nur die technische Ecke rund um Open Data, sondern es ist natürlich jetzt auch irgendwie Menschen und Kultur in Verwaltung und Politik. Das heißt, der Wille zählt, wie ja schon mal gesagt. Und das betrifft natürlich dann auch Politik, dass man halt auch sich immer fragt, können wir den Bürger besser einbinden oder nicht?
warum sollte man das machen, soll man natürlich auch klären. Es gibt da natürlich auch mal Sachen, die man da auch wieder hört, wie der Bürger versteht das nicht. Das ist alles viel zu komplex für den Bürger. Dem ist ja normalerweise nicht so. Vielleicht für manche Bürger, aber für manche dann auch wieder nicht. Die wollen sich ja auch einarbeiten in ein Thema. Andere Sachen, die man dann nochmal widerlegen könnte, wäre: Gegner stellen Zahlen falsch dar. Das hatten wir mal bei der ASIAC in Aachen, dass sie was nicht veröffentlicht würden, weil eben die Gegner von wieder Campusbahn hier ja dann irgendwie das verdrehen könnten. Und deswegen stellen wir lieber nichts online. Ist natürlich auch ein Scheinargument, weil es natürlich da, der Gegner kann immer irgendwas behaupten. Ne? Der Gegner kann immer sagen, es wird 10-mal so teuer. Nur wenn man keine Daten hat, dann kann man es auch nicht widerlegen, wenn man dem jetzt entgegentreten will. Und eine andere Sache ist natürlich die Manpower. Also wir haben zum Beispiel gerade auch ein Beteiligungsprojekt in Aachen mit der Verwaltung. Das heißt, auch da tut sich was. Aber das Problem ist natürlich auch eben, wer macht das alles? Ne, wenn es zum Beispiel auch darum geht, mit dem Bürger zu kommunizieren, also sei es jetzt über Facebook, Blog oder was auch immer, und also alle Kanäle möglichst auch zu bedienen, dann muss es halt jemand machen. Da muss man natürlich auch eine Balance finden, wie viel Arbeit ist das, wer macht das überhaupt und wie viel teurer macht das Projekt dann natürlich wieder. Und insgesamt kann man sagen, ist es halt, dass auch zu viel Vorsicht vielleicht am Werk ist, dass man dann lieber nichts macht. Es gab dann auch die Frage, wenn wir jetzt dem einen antworten und dem anderen aber nicht, dann ist er ja beleidigt, also antworten wir lieber keinem. Und dann ist auch keiner beleidigt irgendwie. Das ist halt jetzt auch nicht so die beste Herangehensweise, denke ich. Deswegen auch da muss man halt ein bisschen gegenarbeiten, wenn man halt mit der Verwaltung im Gespräch ist und solche Sachen macht. Ja, und das war es auch schon. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht für zwei Stunden. Aber wir können gerne noch diskutieren, falls ihr noch Fragen habt oder so, dann würde ich euch nur bitten, euch an das Mikro irgendwie näher zu begeben, weil dann wird das für die Aufnahme da einfacher, glaube ich. Und zwar, ich habe zwei kleine Fragen, und zwar, ich komme aus Düsseldorf, sitze in dem Gremium der Stadt komplett mit. Bezüglich der Datensätze handelt es sich ungefähr knapp um 15.000, die Stadt eigentlich zur Verfügung stellen könnte. So, das Problem ist aber, und das ist, deswegen vielleicht hast du da schon was von gehört, und zwar, es gab ja mal eine Volkszählung, es gab ein Zensusurteil. Die Kommunen erfassen ja die Daten ziemlich detailgenau, und allerdings soll es immer noch die Gesetze geben, dass alles das, was detailgenau ist, also zum Beispiel ein Bürger oder eine Sache auf einer Straße, dürfen nicht veröffentlicht werden, weil dann halt genau auf das die Zuordnung passen würde. Deswegen, A, hast du da schon mal was von gehört, dass das tatsächlich immer noch Gültigkeit hat? Weil natürlich gerade die Kommunen, die sagen Land und Bund, immer einfach, die kriegen die gesamten Stadtzahlen, ja, wie viel Kriminalstatistik, aber wo jetzt, so, wie kann man sowas umgehen? Weil die Stadt natürlich auch keine Lust hat, die ganzen Daten immer rauszustreichen oder dann zusammenzufassen, weil diese Ordnungszahlen sind halt ziemlich schwierig. Oder sollte man dann halt wirklich anfangen, auf Kommune das nur auf Stadtbezirke oder Ortsteile oder sonst was zu haben, um halt einen gröberen Überblick zu haben, weil das würde problemlos gehen. Und das andere, was sich bei uns zeigt, wir haben bei uns in der Verwaltung knapp 2.500 EDV-Programme, die Daten eigentlich auswerfen. Ist es eigentlich sinnvoll, sich mit anderen Gemeinden zusammenzutun, die eigentlich die gleichen Programme haben? Weil eine Schnittstelle könnte dann in allen Städten geschrieben oder benutzt werden. Das ist auch gerade jetzt wie bei den Ratsinformationssystemen, was ich schlimm finde. Jeder hat da ja eine andere Darstellung, wie er es macht. Deswegen, dass Düsseldorf gut sein soll. Also ich finde Düsseldorfer Ratsinformationssystem total blöd, weil bei uns gibt es auch keine Permalinks. Ja, aber da musst du ja direkt auf dem PDF ja sein. Ne? Also den Link, den du bei der Suche rausfindest, kannst du nicht verschicken. Der ist genauso wie in Aachen. Ja. Aber wie ist da deine Einfassung? Wäre es wirklich vorteilhaft zu sagen, die Open oder gerade wir sammeln mal einfach die Programme, sagen dann, okay, das sind die Programme. Wenn wir dann die Schnittstellen haben, können wir nämlich in allen Städten diese Sachen offenlegen. Die zwei Sachen interessieren mich eigentlich. So, oder wie gesagt, das erste ist natürlich viel wichtiger, weil wir würden gerne dieses Portal eigentlich starten. So, aber wir haben es jetzt wirklich bei manchen Daten, das natürlich, ja. Also zum ersten Punkt, also die Diskussion kam ja auch schon vor ein paar Jahren auf, als ich das hier das erste Mal irgendwie in Bochum, glaube ich, irgendwie vortrug. Da war eben auch die Frage erstmal, also jetzt nicht von der Verwaltung her, weil da gab es ja, Verwaltung war noch gar nicht so das Thema, aber war natürlich auch die Frage, was heißt jetzt personenbezogen? Ne?
zu dem Urteil kann ich jetzt nichts sagen. Da weiß ich jetzt leider nicht, was jetzt genau der Stand ist. Ich meine, wenn es stadtteilbezogen geht, würde ich es halt so machen, wenn die das machen können. Aber das müsst ihr natürlich auch, im Prinzip ihr als Piraten müsst ihr dann vielleicht auch klären, was ihr denn wollt. Weil, wie gesagt, je enger man das fasst, desto eher ist es halt personenbezogen. Ne? Deswegen hätte ich jetzt eher Gegenwind von euch erwartet und nicht, wir wollen das machen. Also das kam halt beim letzten Vortrag immer raus. Damit du nicht falsch verstehst, aus dem Programm, ja, also die Programme liefern hier die Daten als CSV oder was wir wollen. So, aber die sind so detailgenau, ja, dass man sie dann nicht auf ein Portal setzen kann, weil jeder, der die Daten dann auswertet, egal was man damit macht, ja, könnte sagen, im Haus 35 oder in dem Abschnitt passieren 5 Raubüberfälle. So, und dann weiß man genau, ach, das Haus, böse, böse. Ja. Ja, wobei natürlich das immer die Frage ist, ob das dann alles böse, böse ist. Aber, ja, ja. Ja, ja, klar. Ja, vielleicht jetzt nicht bei Einbrüchen, weiß ich jetzt nicht, aber ja, es gibt sicherlich Taten, wo das vielleicht kritisch dann sein kann. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht so unbedingt die Antwort. Also man muss halt sich, ich meine, man muss es halt dann eher zusammenfassen, nur ist halt eben wieder die Frage der Manpower wahrscheinlich. Zu klären, wenn es auf Stadtbezirke zumindest geht, würde ich halt so erstmal anfangen und dann weitergucken. Ich würde halt immer pragmatisch denken, dass man da möglichst vorankommt. Und dann kann man immer noch gucken, ob man das weiter runterbrechen kann oder sollte. Also, ja, da kann ich leider jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich jetzt auch die Urteile jetzt nicht so kenne und jetzt auch nicht Jurist bin. Bei dem zweiten Teil mit den Programmen, das ist natürlich jetzt nicht nur bei euch so, wir haben ja auch viele, glaube ich, in Aachen. Da bin ich mir nicht sicher, inwieweit die Verwaltungen zusammenarbeiten. Mir scheint das nämlich nicht so sehr viel der Fall zu sein, weil die können ja auch bei Open Data zusammenarbeiten, das habe ich ja auch oftmals da auch vorgeschlagen, aber das passiert halt dann auch wieder nur in Gremien, die im Zweifel vom Land organisiert werden, scheint mir. Also zum Beispiel bei Open Data Bereich, da gibt es ja irgendwie diesen Innovationsraum, irgendwas, wo dann halt auch die Kommunen dann zusammenarbeiten. Das müsste man halt mit den einzelnen Kommunen nochmal abklären. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die wirklich die gleichen Programme haben. Also werden wahrscheinlich ähnliche Programme haben, weil es oftmals, glaube ich, auch so ist, dass irgendwer in der Verwaltung irgendwas geschrieben hat, was dann halt der de facto Standard für diese Verwaltung dann ist. Und ob die dann wieder willens sind, ihre Sache aufzugeben und durch was anderes zu ersetzen, das muss man, glaube ich, eher im Einzelfall dann klären. Aber da wäre halt eher ein Verwaltungsfachmann sinnvoll, weil das ist, glaube ich, generell das Problem, dass man in die Verwaltung nicht so einfach so einen Fuß reinkriegt und da Leute kennenlernt, mit denen man mal sprechen kann. Also das ist meine Erfahrung. Also auch beim Ratsinformationssystem zum Beispiel hätte ich auch gerne mal gewusst, wie die das intern bedienen. Das habe ich in einem Meeting auch mal angesprochen. Dann meinte man halt, ja, da können Sie gerne mal ein Praktikum machen. Gut. Tolle Antwort. Weil kriegt ihr in Aachen keine Schulung auf euer Ratsinformationssystem? Ich bin ja nicht im Rat, ich bin ja nur Bürger. Ja, die kriegen. Ja, aber die kriegen natürlich eine Schulung, aber jetzt nicht, wie die Verwaltung die Vorlagen einarbeitet. Die wissen dann, also ich meine, das ist jetzt nicht so viel anders als das öffentliche System, das für die Politiker. Aber sag mal, wie man jetzt Vorlagen einarbeitet, das macht ja irgendwer in der Verwaltung und jetzt nicht ein Ratsmitglied. Es gibt auch Städte, die keine Schulung kriegen. Ja. Es gibt auch Städte, die gar keine Schulung kriegen, wo man sich dann alles selber beibringt. Es gibt auch Städte, die gar kein Ratsinformationssystem haben. Ja, da muss man wissen, wem man was schickt, so ungefähr. Ja, wie gesagt, also das muss man, glaube ich, im Einzelfall klären mit den Verwaltungen zwischendrin. Und dann müsste man halt jemanden in der Verwaltung kennen, das ist eher immer das Problem, weil ich könnte ihnen ja auch weiterhelfen vielleicht, wenn ich halt irgendwer willens wäre, mit mir zu sprechen, aber das ist, glaube ich, eher das Problem. Also. Aber würde euch, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt der Programmierer oder Open Data, würde es euch denn was bringen, also der Community, zum Beispiel zu sagen, ich bringe euch jetzt zum Beispiel an das PV-Rat oder zum Beispiel jetzt gerade hier bei Planung und sonst was, gibt es nur 2 Programme, die ganz NRW verwandt werden, an das kommunale Rechenzentrum, die eigentlich gerne die Schnittstellen schreiben würden, aber natürlich sagen, okay, wenn keiner nachfragt, brauchen wir sie auch nicht schreiben. Klar, also wenn eine Schnittstelle da, also wenn es Systeme gibt, die übergreifend eingesetzt werden oder auch 2 Systeme und die gleiche Schnittstelle haben, natürlich bringt es uns da was.
Also ich meine, bei Baustellen war das ja auch so. Ich meine, das ist vielleicht noch eine andere Sache, die man erwähnen könnte. Wenn Systeme neu geschrieben werden, dann sollte man vielleicht immer direkt darauf achten, dass direkt eine Schnittstelle mit dazu programmiert wird. Weil wenn man das neu schreibt, dann ist es deutlich einfacher, als wenn man nachher hingeht, oh, wir müssen doch irgendwas da dran flanschen. Und so ist es bei den Baustellen zum Beispiel gelaufen. Also aus dem Grund haben wir jetzt auch die Baustellendaten. Und die haben das auch eben direkt mit entsprechenden Geodaten dabei und Ähnlichem. Das heißt, das ist da einigermaßen gut gelaufen, hat zwar irgendwie dreimal so lange gedauert, als man dachte, aber immerhin haben wir jetzt eine richtige Schnittstelle dafür. Das heißt, das wird schon was bringen, wenn man das da anbinden könnte. Also es ist halt nur, ich meine jetzt mehr diese kleineren Programme, die vielleicht überall so rumwuseln da in Verwaltungen. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was sie genau da haben, man hört ja nur so davon. Wie gesagt, da wird es wahrscheinlich eher schwieriger, da auch Schnittstellen zu haben, aber was zum Beispiel auch Klaus Ahn macht, der geht ja auch durch die Verwaltung durch, sieht da irgendeine Liste liegen und guckt da drauf und meint, dann ist da was für uns. Und dann hat er die am nächsten Tag als CSV oder so auf der Seite. Ne? Also das wird auch schon mal viel bringen, ne? Dass man gar nicht eine Schnittstelle entwickelt, sondern einfach guckt, was gibt es überhaupt schon an Daten und die möglichst auf kurzem Dienstweg dann online stellen kann. Deswegen kann ich auch jetzt nur jedem sagen, es gibt in jeder Gemeinde und sonst was das Amt für Statistik und Wahlen. Ja, die sind dazu verpflichtet, alles zu sammeln. Ja, so, die haben auch in der Regel alles, ja, nur was sie dann halt damit machen. Ja, das ist natürlich dann auch halt ziemlich kritisch, naja. Beziehungsweise was sie... Was müssen die rausgeben? Deswegen sage ich ja, wenn man drinnen sitzt, ist es kein Thema. Weil da, so sind wir ja auch reingekommen in das Gespräch. Ja, dass wir immer halt diese dicken Bücher bekommen, ja, mit 600 Seiten, wo alles schön aufgelistet ist, wo ich gesagt habe, okay, toll. Gibt es das auch online? Nee, kannst du dir bestellen. Der Bürger zahlt dafür 15 Euro. So, aber die Daten sind eigentlich alle maschinenlesbar und so sind wir ja eigentlich ins Gespräch gekommen. Ja, und dann begann halt dieses Spielchen mit den Programmen, die dann die Daten rausgeben und. Ja, also das Problem ist oftmals auch, dass man nicht weiß, was für Daten überhaupt da sind. Also gerade wenn man anfängt und jetzt auch keinen Draht jetzt irgendwo hin hat, weiß man ja gar nicht, was überhaupt verfügbar wäre. Ich meine, da macht so ein Datenportal natürlich schon Sinn, dass man mal gucken kann, durchgucken kann, das interessiert mich, da könnte ich was mitmachen oder könnte es mit einem anderen Datensatz verknüpfen und dann kann halt was Neues halt rauskommen. Nur dazu muss halt erstmal was da sein. Also es gab auch mal eine Anfrage, glaube ich, in Aachen irgendwie, was sie schon zum Beispiel in E-Partizipation machen. Und wenn man das halt grob durch alle Dezernate fragt, dann kommen halt sehr komische Sachen raus, wie zum Beispiel wir beantworten E-Mails, war dann eine Sache und ähnliche Dinge. Das heißt, da muss man halt wieder auch wieder Bewusstsein für schaffen, was ist eigentlich genau gemeint. Aber wie gesagt, das hängt halt wieder, glaube ich, mehr von jemandem in der Verwaltung ab, der das dann dort bekannt macht. Ja, also ich denke, so eine Sache, wie ihr jetzt hier gemacht habt, mit Baustellen veröffentlichen, also mit so Positiven müsste man irgendwie beginnen. Also wir haben das bei uns auch, dieses absolute Panik, Daten dürfen nicht veröffentlicht werden, da kommt ja der Bürger und fängt an zu kritisieren. Also diese Angst hat die Verwaltung einfach. Ne? Das ist, und die Leute sitzen da schon so lange, denen das also so von heute auf morgen anders zu erklären, den Positiveffekt, das dauert. Aber so Sachen zum Beispiel wie Baustellen fand ich gut oder zum Beispiel Gebäude, die demnächst unter Denkmalschutz gestellt werden. Sowas kann man zum Beispiel, da ist ja ein langer Prozess drin, dass man dann auch den Status noch dabei gibt, ne? Wird aufgenommen, wird noch debattiert und so weiter. Das sind auch so Dinge, wo die Leute dann dran vorbeigehen und sagen, ach, das kann ich jetzt aus dem Internet sehen, oh, das ist ja toll, da kann ich jetzt mitreden, also ich kann was mich daran beteiligen. Also es sind so relativ wertfreie Sachen, die nützlich sind, ja, und so damit kann man relativ viel nach... Müllabfuhrtermine oder ähnliches, ich meine, da gibt es ja oftmals schon Apps und so, also das macht dann sicher Sinn, sowas erstmal zu haben, bevor es jetzt an irgendwelche Entscheidungsprozesse geht oder sowas. Ja. Werden denn diese Daten auch automatisch aktualisiert? Ich sage es nochmal kurz, die Frage war, werden die Daten automatisch aktualisiert? Also bei den Baustellen, die sind taggenau drin irgendwie, also das hängt eben direkt an deren Planungssystem dran. Das heißt, wenn die Baustelle da planen, dann, ich weiß jetzt wieder, ich sage nicht den genauen Workflow da, den die da haben, aber das ist dann ein System, sodass es auch automatisch da ist. Das war, glaube ich, beim PDF ein bisschen schwieriger, weil es da wahrscheinlich wieder jemand eintippen musste in ein Word-Dokument oder sowas. Aber die sind im Prinzip da. Das Problem auch, also die Baustellen wollten jetzt zum Beispiel auch auf unser AC.de haben. Das Problem war halt nur, dass es für Aachen jetzt relativ einfach ist. Aber da die ja die ganze Städteregion haben wollen, war es zum Beispiel für die anderen
Kommunen etwas schwieriger, weil da kamen dann immer nur so komische Faxe, wo dann so draufsteht hier, wo man kaum zu entziffern war, wann jetzt wo welche Baustelle ist. Die haben ja auch nicht so viele und die haben auch kein System dafür. Ne, auch da wäre natürlich sinnvoll, vielleicht auch ein System Open Source oder was auch immer zu entwickeln. Das gilt ja auch für Ratsinformationssysteme, sodass auch andere Städte das einfach dann benutzen können. Aber wie gesagt, gerade bei kleineren Städten sieht es natürlich immer noch ein bisschen schwieriger aus, weil die ja auch dann eh nicht die Manpower haben, das zu stemmen, jetzt noch Daten zu veröffentlichen. Da wäre vielleicht noch mal kurz OpenNRW zu erwähnen. Da hatte ich auch immer die Hoffnung, dass die vielleicht auch so ein bisschen Hilfe für Kommunen sind. Die arbeiten ja mehr eben auf Landesebene, dass sie halt ihre Ministerien da abklappern bezüglich Open Data. Da wäre natürlich auch schön, vielleicht wenn ihr alle noch mal nachfragt oder so, wäre auch schön, wenn die halt auch sagen wir mal, Kommunenhilfestellung geben würden oder zumindest so einen Diskussionsraum geben, wo halt die sich austauschen können, wie man halt Open Data angeht oder halt auch aktiver selbst werden. Das hatte ich zwar schon öfter mal angemerkt, aber ist leider nicht so viel passiert da. Eine Nachfrage, und zwar, man kann sich ja gut vorstellen, dass wenn jetzt eine Verwaltung dann per Beschluss dazu gezwungen wird, sowas aufzusetzen, dann kommt vielleicht so ein Minimalsystem bei raus. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass natürlich dann mit so Tricks wie, ich hau da irgendwie, obwohl vollkommen unnötig, personenbezogene Daten noch mit rein, um dann entsprechend die Befreiung der Daten irgendwie zu verhindern oder mache irgendwie noch was Urheberrechtliches mit dabei. Also wie kann man irgendwie sicherstellen, dass dann halt irgendwie dann renitente Verwaltung an der Stelle dann nicht solche Mittel benutzt, um dann halt zu sagen, okay, das hier sind leider die einzigen 5 Datensätze, die wir irgendwie rausgeben konnten, alles andere ist leider nicht möglich. Ja, also sowas macht, sagen wir mal, das jetzt extra zu veröffentlichen, personenbezogen, das macht die Verwaltung nicht, weil die arbeitet ja immer sehr genau. Die veröffentlicht das im Zweifel nicht, wie man ja bei den 12 Datensätzen sieht. Wie gesagt, da ist schwer dran zu arbeiten. Also man kann natürlich den politischen Druck da erhöhen, also dass man weitere Ratsanträge macht, was auch immer da, was sie bitte umzusetzen hat. Nur ist es wie bei anderen Projekten, wenn die halt nicht wollen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Deswegen meine ich ja, es ist das Wichtigste, Leute innen drin zu überzeugen, jemanden da zu haben, der das dann voranbringt. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie extra das torpedieren, so in dem Sinne. Aber mehr indirekt. Opal erwähnt gab, ob dann vielleicht über Standards oder so dann halt eventuell auch dann gewerkelt wird, zu sagen, okay, so und so sind die Daten aufzuarbeiten und dann entsprechend. Ja. Das läuft ja eher in der Verwaltung vorbei, das Opal. Also sagen wir mal, das entwickeln halt die Hersteller im Prinzip mit der Community anfangs zusammen. Und dann ist es nur ein Ratsantrag, um das zu beantragen sozusagen. Und dann wird der IT-Dienstleister das installieren und da hat die Verwaltung erstmal nichts mit zu tun. Also für die ändert sich ja nichts, dass die Daten dann rausgegeben werden. Ich meine, aber wie ist denn der Stand halt auch gerade solche, also Seitenprobleme, wie das Ganze wieder torpediert werden kann, dann über halt sowas auszuschließen, ob man sich da schon entsprechend Gedanken gemacht hat, dass damit eingeflossen ist. Ich kenne halt Opa jetzt nicht, deswegen weiß ich nicht, wo da der Stand gerade ist. Ja, Opal ist eigentlich nur, wie gesagt, der Standard, wie die Daten zu exportieren sind. Das hat halt mit der Verwaltung nichts zu tun in dem Sinne. Also das ist höchstens der IT-Dienstleister, der hat halt was zu tun. Was jetzt natürlich die Erweiterung vom Ratsinformationssystem betrifft, um neue Funktionen, da hat natürlich Verwaltung schon was zu tun. Also in Aachen gab es immer die Diskussion, ob man vielleicht die Ratsanträge auch noch aufnehmen könnte, weil man weiß ja auch zum Beispiel nie, welche Ratsanträge gerade noch offen sind. Und jede Fraktion ruft ja da einmal im Monat an oder so und fragt, wo ist denn unser Ratsantrag XYZ jetzt abgeblieben, in welchem Status? Weil die ja auch erst auftauchen, sobald eine Vorlage im Ratsinformationssystem auftaucht. Das heißt, wenn die Verwaltung das schon im Prinzip bearbeitet hat. Das kann dann ja auch mal Jahre dauern, wie ich das mit so einem Ratsantrag erfahren habe, den ich dann mal mitgeschrieben habe für einen runden Tisch Neue Medien. Das hat dann auch 2 Jahre gedauert, bis dann in irgendeinem Hauptausschuss dann plötzlich vorkam, war nicht so viel zu entscheiden, aber und bis heute ist er nicht umgesetzt, ne? Das kommt hinzu. Da weiß ich aber auch nicht, was man da machen kann. Also da muss man jetzt eher die gewieften Politiker fragen, die das seit 50 Jahren machen vielleicht, die aber wahrscheinlich auch dann die halbe Verwaltung kennen oder ihre Leute da schon alle sitzen haben, nehme ich an. Also ich glaube, so ist man eher ein bisschen machtlos da, vor allem als Bürger. Hast du eigentlich irgendwo eine Idee, ob es eigentlich ein Open-Source-Projekt, ich sag mal Ratsinformationssystem, überhaupt irgendwo mal gestartet worden ist? Es ist mal eins gestartet worden, mir ist nur jetzt der Name entfallen. Ich kann aber nochmal nachgucken, es gab auf jeden Fall irgendeins. Ich weiß ja nur nicht, wie toll es ist. Das ist
Deswegen, weil viele haben ja dieses proprietäre System, wo alle, ich sag jetzt mal, mit dem man spricht, unzufrieden sind. Ja, also gerade aus der Verwaltung. So, und deswegen, ich glaube, das wäre wirklich mal das Sinnvollste, weil das, was dahinter abläuft, wo du mich genau gesagt hast, wie arbeitet die Verwaltung, wie werden die Vorlagen gemacht? Deswegen wundert mich, dass das so einiges hier überhaupt nicht verstehen, weil wir haben ja den direkten Zugriff auch in den administrativen Bereich, was eigentlich jeder haben müsste, der im Rat sitzt. Und das ist halt eine Technik, die dahinter setzt, wo ich echt sage, ja. Also, sag mal, so ein Ratsinformationssystem ist jetzt auch nicht so Rocket Science. Das zu machen ist halt eine Reihe von Dokumenten ja im Endeffekt, die irgendwie verknüpft sind, um es mal sehr vereinfacht darzustellen. Aber ich glaube, das Problem ist eher, wenn man jetzt ein neues hat, also das klappt, glaube ich, eher, wenn man jetzt eine Stadt hat, die noch keins hat, als wenn man jetzt eine Stadt hat, die schon eins hat. Weil die müssen ja auch, muss ja auch alles, was da dran hängt, dann bedenken. Ne? Alle müssen das neu lernen und so. Glaube ich, das wird eher schwierig, das jetzt. Ich sage ja, der schwierigste Teil ist ja, dass die Anträge und Anfragen, die die Politik an die Verwaltung stellt, ja, wird ja aus dem Ratsinformationssystem direkt in die Verwaltung zurückgegeben. Ja, und diese Trennung, was ist Laber und Sülztext der Politiker und was ist die eigentliche Arbeit für die Verwaltung, das ist das halt, und dann halt mit allen Abteilungen, ich sag jetzt mal, also wir haben 800 in Düsseldorf, ja, nachher so zu machen, dass die Frage ist Abteilung so und das ist, die erste Frage ist Abteilung 7, das ist 12 und dann gehen diese Teile ja irgendwo auch wieder zurück, um daraus wieder die Vorlagen oder die Antworten zu generieren, die dann automatisch wieder ins System reingehauen werden. Das ist halt das Komplizierte, was die meisten Bürger ja gar nicht sehen, sondern die sehen nachher nur... Ja, wie gesagt, ich wollte es ja mal sehen, aber durfte ja nicht. Aber da kannst du eventuell gerne mal nach Düsseldorf kommen, da kann ich dir das mal... Was habt ihr für... Aber habt nicht Allriss, ne, oder? Nee, wir haben PV-Rat. Ja, siehst du, hältst ja gerne mal in unserem System. Da gibt es sicher jetzt auch Möglichkeiten, nur wie gesagt, es wäre halt schön gewesen, wenn man da... Wir wollen auch demnächst sowieso fusionieren, die unsere rechten Zentren. Ob das gut geht? Klar, aber ich meine, das ist halt das Problem, wenn man jetzt so anfängt, was zu entwickeln. Da muss man halt auch den Innenblick natürlich haben, sonst wird das eh schon nichts. Ne? Ja. Deswegen würde ich sagen, ist im Moment eigentlich fast der beste Weg, wirklich über Opal, das wird ja irgendwann da sein, davon gehe ich mal von aus, dann hat man zumindest die Daten und kann zumindest die Darstellung schon mal verbessern und die Suche und keine Ahnung, was alles man damit noch machen kann. Hilft natürlich nichts, wenn man noch mehr Daten bräuchte. Ne? Also sprich, wenn man jetzt sagen will, das ist Projekt X, wie Campusbahn oder was auch immer, und das gehört alles dazu. Wenn das nicht irgendwie verlinkt ist und per Schlagwort und keine Geokoordinaten dann dabei sind, dann kann man natürlich... muss man wieder ein bisschen tricksen. Nur das wäre natürlich schön, wenn das dann auch... Das wäre ja so, wenn man es von vornherein dann sagt, okay, die das eingeben müssen, halt die und die Schlagworte mit eingeben. Ja, und ja, das ist ja, ja das, wenn das fehlt, dann musst du es nachfliegen. Und das ist das Tolle. Das ist klar, aber das wäre, wie gesagt, eine Änderung des Systems. Und das ist dann erstmal aufwendiger, als wenn ich jetzt die Daten nehme und sie anders darstelle. Alles, was Verwaltung machen muss, ist ja 50 Mal so komplex dann. Wenn man die Ratsinformationsseiten scannen würde, also einfach die Daten aus den Verhandlungsseiten ableiten würde, gibt es da irgendwelche rechtlichen Einschränkungen, ob man die Stadt sagen kann, nein, das darfst du nicht, diese Daten weiterverwenden, die öffentliche Website veröffentlicht werden? Also was jetzt die Ratssachen betrifft, soweit ich weiß, ich bin kein Jurist, kann man die verwenden, nur ist das Problem dann dabei, dass eventuell Anhänge dabei sind, die eben urheberrechtlich geschützt sind. Da wird es halt dann kritisch. Da gab es ein Problem auch bei offenesköln.de zum Beispiel. Da hat dann zum Beispiel ein Ratsmitglied wohl irgendwas drangehangen. Hier stelle ich mir das vor, wo das sein soll. Hat da ein Bild genommen und was reingemalt. Und das Bild gehörte halt jemandem. Na, also er hat an sich schon die Urheberrechtsverletzung begangen, indem er das da hochgeladen hat. Und ist aber erst aufgefallen, als Marian das dann rausgezogen hat in offenesköln.de, weil da fand man es plötzlich, weil die Suche besser war. Und dann ist es halt da zu einer Einigung gekommen, aber das ist halt das Problem, was da auftritt. Deswegen hatte ich das erwähnt, urheberrechtlich geschützte Materialien sind so ein bisschen grenzwertig, weil man da eben gucken muss, was darf man damit und was darf man nicht. Und da ist dann auch wieder die Stadt gefragt, eben die Nutzungsrechte dann sich einräumen zu lassen, damit man auch darüber diskutieren kann. Ne? Danke, danke.